Guten Morgen! Guten Tag, Herr. Willkommen im Schweizer Käseimperium. Ich will Käse kaufen. Natürlich, ja. Was hätten Sie gern für Käse? Wie wäre es mit ein bisschen Schweizerkäse? Den haben wir leider nicht mehr im Haus. Kein Problem. Wie haben Sie es denn mit Dienstzeiten? Der kommt immer am Anfang der Woche frisch. Und jetzt haben wir schon keinen. Ja, macht nichts. Naja, lieber, da hätte ich gerne 200 Gramm Tannenweiler Bergkäse. Ja, mit dem Käse, ja. Den haben wir eben vor 2 Monaten schon bestellt. Aber es ist immer noch nicht geholt. Scheint nicht so mein Glückstag zu sein heute, hä? Winzerkäse vielleicht? Es tut mir leid. Ekliger Dorfkäse vielleicht? Sorry. Feta, Bergblumen, Geisskäse? Nein. Ein bisschen Davoser Relief Mutschli vielleicht? Nein. Dixons? Frestawald Alpkäse? Nein. Fischinger Klosterkäse? Nein. Hasliberger Hobelkäse? Nein. Geiss Formacella? Nein. Bauernweichkäse? Nein. Juraberg Kräuterkäse? Nein, auch nicht. Savoie-Air, Saint-Paulin, Café-Telé, Pré-Bleu, Prusson, Schweizer Gold? Ja, alle haben wir nicht, nein. Ja, Camembert, wenn es geht. Ah, Camembert, ja, den haben wir, jawohl. Sie haben? Das ist ja fantastisch. Ja, er ist einfach ein bisschen zerlaufen. Boah, genau so, wie ich es gerne habe. Also, ich meine, ziemlich zerlaufen. Macht nichts. Holen Sie mir den Käse de la Belle France. Aber er ist wirklich so zerlaufen, dass Sie es nicht mehr gerne haben. Mir egal, wie scheißflüssig der Käse ist, her damit. Oh, jetzt sehe ich gerade auch. Was jetzt? Katze hat ihn gefressen. Hat er. Hat sie. Edam. Auch nicht, nein. Endlich buchen Rahmkäse vielleicht? Nein, sorry. Eschberger Schwingerkäse? Nein. Japanische Sag Darby? Nein, auch nicht, sorry. Aber Sie haben Käse, oder? Sicher habe ich Käse, das ist ja ein Käseladen, oder? Wir haben zum Beispiel... Nein, nichts sagen. Ich brenne darauf zu raten. Ja, okay, wieder meines. Engelberg? Ja. Ja gut, dann nehme ich etwas von dem. Oh, Entschuldigung, ich habe gemeint, ihr habt mit mir geredet. Mr. Herr Engelberg, das ist mein Name. Tut mir leid. Wildbachkäse? Nein, haben wir nicht. Gorgonzola? Nein. Parmesan? Nein. Mozzarella? Nein. Paperkrammer? Nein. Puh. Dockenburger? Viertelfettkäse? Nein. Tschechische Schafsmilch? Nein. Venezuelischer Biberkäse? Nein, heute nicht, nein. Wie wäre es denn mit Emmental? Ja, den haben wir gar nicht im Lager. Der ist in dieser Region überhaupt nicht beliebt. Nicht so beliebt? Das ist der beliebteste Käse in der Schweiz. Ja, nicht in dieser Gegend. Und was bitte schön ist der beliebteste Käse in dieser Gegend? Faltigberger Schafskäse. Ist er? Ja. Wahnsinnig beliebt in dieser Nachbarschaft. Wie Sie meinen, Faltigberger Schafskäse? Jawohl, genau. Also gut, haben Sie mehr von dem? Die Antwort ist... Nein, ja, Moment, ich muss geschwind schauen hier. Nein, haben wir nicht. Nicht gerade so ein toller Käseladen, wirklich. Ja, der ist der Beste in der Gegend.
erklären sie die Logik, die diese Aussage unterstreicht. Ja, er ist sauber, schaut mal. Er ist ganz sicher nicht mit Käse verunreinigt. Ah, aber sie haben den haben gar noch nicht nach dem Ziegenkäse gefragt. Lohnt sich's? Könnte schon sein. Also, haben Sie vom Ziegen? Nein. Wie kommt schon mal die Frage gestellt, ist wohl ein Acht von dem Optimismus gewesen. Meinen Sie nicht auch? Ja, da haben Sie recht. Haben Sie denn überhaupt irgendeinen Käse in dem Scheißladen? Doch, doch, wir haben Käse. Wirklich? Nicht wirklich. Ich wollte jetzt Ihre kostbare Zeit verbringen. Oh mein Gott, bist du ein verdammtes Arschloch, ey. Tut mir leid, aber ich muss sie verschiessen. Ja, okay. Was für eine Verschwendung von Menschenleben.